Hallo und herzlich willkommen bei Retro Campbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel Rider Origin. Ich starte das Spiel. Ich schaue mal, ob ich meinen Account finde. Ansonsten viel Spaß und bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Hier ist normal mein Account, aber wenn ich hier raufgehe, ist mein Charakter natürlich mal wieder nicht da. Hoffentlich mache ich da was falsch. Ich weiß es nicht. Was soll's. Dann starten wir einfach das Spiel mit dem neuen Charakter. Former Hunter, so heißt unser Charakter. Wir spielen diesen hier ziemlich wackelig gerade irgendwie. Ich glaube, mein Rechner ist ein bisschen voll wieder. Ich muss euch wieder ein bisschen aufräumen. Was soll's? Ich starte das Spiel und es geht los. In ein paar Sekunden. Da sind wir ja schon. Okay, los geht's. Beim Spiel ist das Gute, er macht alles alleine. Wir schauen eigentlich nur zu. Nimm die Queste an. Rüstet ihn ein bisschen aus. Quest abgehen. Jetzt muss ich 8 solche Dinger killen hier. Fertig, abschließen. Nächste Quest. Weapon aufrüsten. Okay, haben wir gemacht. Gehen zurück. Was jetzt? Challenge. Ausrüsten. Ist ein ganz chilliges Spiel eigentlich. Auf dem Rechner ist es ein bisschen doof, weil es so klein ist. Wenn ich jetzt so einen drehbaren Monitor hätte, würde ich das jetzt einfach querstellen. So. Dann wäre es groß, aber dann sehe ich nur alles auf der Seite. Deswegen. Falscher Knopf. Da. Deswegen lassen wir diesen Modi im Vollbild. Nicht schön, aber selten. Und jetzt leveln wir uns nichts aus. Wow, der Helm ist schon auf Level 11. Wir sind jetzt schon Level 8. Wie lange spielen wir? Ein paar Sekunden? Ein paar Minuten? 3 Sekunden nicht. Auf jeden Fall ein paar Minuten. Und ja. Bei mir ist es immer so, dass wenn ich so Spiele spiele und ich meinen alten Account nicht wieder kriege, habe ich irgendwie keinen richtigen Bock mehr drauf, weil ich weiß, wie weit ich schon war. Und das Ganze bis dahin wieder zu spielen, ist so ein bisschen ätzend. Nicht ätzend. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Also, jetzt der Boss. Challenge. Eine Stunde habe ich Zeit, um den zu besiegen. Ah ne, dann spawnt er wieder. Mein Heiler ist da. Ich glaube, das war ein Heiler gewesen. Oh, da. Ein roter Punkt. Hier kann ich was machen. Meine Augen fangen schon an zu brennen. Bin schon seit über 24 Stunden wach. Gleich erstmal schlafen gehen. Erst noch schnell rendern. Da muss ich Corona-Test machen. Ich bin noch nicht geimpft und auch nicht genesen. Ich bin nur getestet, wenn überhaupt. Nachher bin ich wieder getestet. Muss ich ja. Wegen der Arbeit.
Gut, dann geht's mal hier weiter. Otto, fertig, weg. Haben wir gemacht. Zwölf Gargoyles killed. Schon Level 21. Level 22. Level 23. Also jede Quest kann man eigentlich sagen. Es sind Level. Noch. Später nicht mehr. Level 24. XP. Challenge. Die Ads geben leider nicht so viel EPs. Geben zwar auch EPs, ganz bisschen. Aber wenn du dich damit hochleveln willst, das dauert eine Ewigkeit. Ich glaube, bei dem Spiel kommt man sich auch an einer Bossstation sich auslocken. Und immer wenn du. Oder immer wenn er respawnt, der Boss, kämpft deine automatisch, wenn du an der Stelle stehst. Ich glaube, das ging bei dem Spiel. Dann konntest du immer schnell leveln. Da muss man, glaube ich, nur aufpassen. Manche Bosse sind nur so eine bestimmte Uhrzeit da. Und wenn du außerhalb der Uhrzeit da bist, kommst du da gar nicht rein. Und wenn du da drin bist, wirst du zurückgeportet an den letzten Standpunkt, wo du warst. Ich meine, das war so bei dem Spiel. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Gibt es ja noch so ein anderes Spiel, was so ähnlich ist. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie das heißt. Das ist ziemlich alles genau das gleiche. Nur das eine kann ich auf dem Querbild spielen und das hier nur auf so einem horizontalen Bildschirm. Den ich natürlich nicht habe. Oder drehbaren Bildschirm. Naja, was soll's. Wings. Ich habe Flügel. Oh, ich habe Maut. Ich habe Reittier. Zack, zack, zack. Fertig. Challenge wieder. Und ich bin schon Level 33. Ja. Da unten wieder was. Aufwerten, die Hose. Fertig. Quest fertig. Level 36. Ah, ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe beim Chinesen gegessen mit meiner Frau. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu schnell gegessen. Was soll's? Wann habe ich angefangen? Ich weiß es nicht. Wie lange spiele ich schon? Ich weiß es nicht. Also spielen bis Level 50, dann habe ich bestimmt die 10 Minuten vorbei. Oh, da, Ausrüstung, Schuhe. Dreiundvierzig. Haustier. Nee, Reittier. Quick Boost. Fertig.
Okay. Gleich sind wir soweit. Challenge. Was war das? Nochmal zurück. Keine Ahnung. Ich glaube, ich übersehe das gerade. So, dann bin ich jetzt Level 50. Ich denke mal, jetzt bin ich auch schon 10 Minuten am Spielen. Enjoy your game. Later. Später. So, wir gehen bei dem Boss rein. Oh, mein Telefon. Ja gut, ich sag mal, ich bin sowieso fertig. Dann hole ich mal schnell ab und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.